Stampenbürschchen. Wenn ihr Geld verdienen wollt, sprecht mit mir. Hallo und herzlich willkommen zu mein... Nein, Maramal. Wir haben darüber gesprochen. Skyrim in hübsch. Let's play Skyrim in hübsch. Und diese Leute müssen sich des Chaos bewusst werden, das sie gesät haben. Ich muss mich schon mal Entschuldigungen voraus, weil ich die letzten Folgen... Ihr müsst sie nicht als Ausrede missbrauchen, um unsere Kunden zu belästigen. Seid leise. Schön, dass ihr endlich Vernunft angenommen habt. Also ich entschuldige mich. Aber lasst die Predigten im Tempel und so. Also ich entschuldige mich vom Vorhinein, dass in der letzten Aufnahme so ein paar Soundprobleme aufgetreten sind. Möge Mara euch segnen. Das liegt daran, dass mein Kopf, mein Headset nicht das Beste und schalldichteste ist. Schön, dass ihr endlich Vernunft angenommen habt. Seid ihr bereit, Geld zu verdienen? Ihr wollt kostenlose Informationen? Wenn ihr mir helft, werde ich sehen, wie ich euch helfen kann. Außerdem quellen eure Taschen auch nicht gerade vor Geld über, oder? Doch. Sich eine einmalige Gelegenheit entgehen zu lassen, ist aber noch schlechter. Bis zum nächsten Mal, Bürschchen. Okay. Was muss Ganz ich tun? Ganz einfach. Ich sorge für Ablenkung und ihr stehlt Madesis Silberring aus dem Tresor unter seinem Stand. Wenn ihr ihn habt, legt ihr ihn in Brandscheis Tasche, ohne dass er es bemerkt. Es gibt jemanden, der ihn aus dem Geschäft drängen möchte. Mehr müsst ihr nicht wissen. Ich bin den ganzen Tag über auf dem Marktplatz, von 8 Uhr morgens bis 8 Uhr abends. Kommt vorbei, falls euch noch danach ist. Wir sollen Brandschei daran erinnern, sich nicht in Dinge einzumischen, die ihn nichts angehen. Da wir nicht die dunkle Bruderschaft sind, werden wir ihn nicht töten. Wir werden nur dafür sorgen, dass er ein paar Tage im Gefängnis sitzt. Okay. Ich werde am Morgen auf dem Markt sein. Ihr kommt besser auch. Was habe ich denn im Unklaren gelassen? Soll ich euch vielleicht auch noch an die Hand nehmen? Ja, natürlich. Ihr müsst zu Madesis Stand schleichen und mit eurem Dietrich den Tresor öffnen. Wenn ihr dann den Ring habt, führt ihr bei Brandschei einen etwas anderen Taschendiebstahl durch. Ihr lasst etwas zurück. Gut. Ich werde am Morgen auf dem Markt sein. Ihr kommt besser auch. Gut, dann laufen wir jetzt mal zurück. So, wie schön es hier ist, im Bienenstich zu sein. Und ab nach draußen zu diesem komischen Markt. Scheinbar müssen wir das machen. Oder können wir das vielleicht noch irgendwie anders machen? Das wäre eine gute Frage. Also Junge, wollt ihr euch ein paar Münzen verdienen? Ich bin bereit. Gut. Wartet, bis ich für Ablenkung sorge und zeigt mir dann, aus welchem Holz ihr geschnitzt seid. Kommt alle her! Ich muss euch etwas Unglaubliches zeigen. Seht es euch an! Das müsst ihr hören! Das müsst ihr hören! Ändert. Wo ist der Mann? Was gibt es denn diesmal? Geduld, Brandschei. Das ist eine seltene Gelegenheit und ich möchte, dass ihr dabei seid. Das habt ihr auch über die Irrlichtessenz gesagt. Und am Ende war es dann doch nur zerstoßene, mit Wasser vermischte Nirnwurz. Scheinbar ist es diese hier. Das war nur ein Missverständnis, aber dieser hier ist der echte Gegenstand.
Das Problem ist, dass ihr die Gesetze dieses Landes nicht respektiert. Jetzt ereilt euch die Strafe des Jahres. Okay. Ich wusste, dass ich nicht hätte warten sollen. Kluger Mann. Jetzt kommt mit zum Schloss. Wir nehmen euch etwaiges Diebesgut ab, dann könnt ihr wieder gehen. Sobald ihr die Strafe bezahlt habt, versteht sich. Natürlich. Willkommen in Rifton, Heimat der Diebesgilde. So hätten sie es zumindest gern. In Wahrheit sind sie bloß Gauner und Abschaum. So. Schützt euch richtig. Kauft Rüstung von... Grüße, geschätzter Kunde. Darf ich euch meinen edlen Schmuck zeigen? Den Silberring. Ja, du musst nochmal für Ablenkung sorgen. Ich habe wohl zu viel von euch erwartet. Ich hätte nicht gedacht, dass ihr euch erwischen lasst. Wenn man bedenkt, wie es hier läuft, bin ich nicht überrascht. Na, meine Organisation hat gerade ein bisschen Pech, aber so läuft es wohl einfach. Aber egal, obwohl ihr den Auftrag vermasselt habt, besitzt ihr doch das Feuer, nach dem ich suche. Es wartet reichlich Gold auf euch, wenn ihr für die Herausforderung bereit seid. Schmuckstücke wie nur die legendären argonischen Handwerker. Arrogant, was? Macht, was ihr wollt, aber hört zu. Die von mir vertretene Gruppe hat ihren Sitz im Rattenweg unterhalb von Rifton in einer Taverne namens Zersplitterte Flasche. Wenn ihr Vernunft angenommen habt, trefft mich dort und wir unterhalten uns über eure Zukunft. Wir müssen das jetzt wirklich machen. Das ist doch bescheuert. Warte mal. Quest. Nesselfluch. Verschiedenes, ne. 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 Ne, scheinbar müssen wir es wirklich machen. Wie kann ich euch helfen? Ich habe Mjoll noch niemals so durcheinander erlebt. Diese Stadt geht hier wirklich an die Nieren. Ihr braucht etwas? Hier gibt es schönste... Ja, bitte? Was ist denn hier? Okay. Passt auf euch auf. Ihr sagt nichts darüber. Aber natürlich, ich bin ja nichts als ein... Gut, dann gehen wir mal in die zersplitterte Flasche. Hallo? Wollt ihr am Leben bleiben? Warum ein Risiko eingehen? Da unten. Ups. Schmuckstücke, wie nur die legendären argonischen Handwerker sie herstellen können. So, hier geht's hoch. Und hier ist die zersplitterte Flasche. Ab in den Rattenweg. Wie kann ich den Typen da aufsuchen? Da geht's scheinbar nicht ich unter. Weiß nicht, Darth. Ist da jemand? Wenn sie wüssten, dass wir das tun, würden sie uns bei lebendigem Leib die Haut abziehen. Tja! Er muss schon hier hinkommen. Pelzrüstung bringt mir nicht sehr viel. Trank des Volltreffers. Na, komm her. Ihr habt schon verloren. Das fürchte ich nicht. Boah, dieser Magieschaden ist ja richtig geil eigentlich. Orkischer Boden. Der bringt 16. Was habe ich im Moment? Achso. Kann ich ja hier gucken. Den kaiserlichen Bogen, der macht 15. Der macht auch 15.
Gut, dann nehme ich mal den orkischen Bogen mit. Denn der scheint ja gar nicht mal so schlecht zu sein. So, wie kommt man hier rüber oder kommt man hier gar nicht rüber? Scheinbar. Ach, hier kommt man gar nicht vorbei, oder? Was ist das denn hier für eine... Was ist denn los mit euch hier? Hier will mich scheinbar alles umbringen. Wieso greifen die Leute mich an? Ich weiß es noch nicht mal. Handschuh. Verdammt, das ist gut. So. Sind wir hier überhaupt richtig? Ja. Scheinbar schon. Cool. Ich kann Schmetterlinge fangen. Wie schön. Aber wieso sind... Ist da jemand? Lassen wir die Spielchen. Hallo. Wieso muss ich hier alle umbringen? Wieso? Ich möchte eigentlich niemanden umbringen. Oh, der Bettler. Cool, jetzt habe ich auch noch Tassendiebstahl verbessert. Gut, hier kann ich auch nichts weiteres machen. Aber wir sind hier schon mal richtig. Zersplitterte Flasche. Schön. Da gehören wir hin. Aber bevor wir weitergehen, rüsten wir einfach unsere neue Stufe einmal auf. Und ich bin für... ja, ein bisschen Ausdauer. So, und... Verzauberungen sind 40% wirkungsvoller. Boah. Das ist doch bestimmt super. Ja, hier kann ich nichts machen. Hier habe ich nur 20, das weiß ich. Hier habe ich auch 20 Blocken. Blocken sind 25% wirkungsvoller. Ne, Blocken tue ich eh nicht so stark. 40% mehr Schaden. Eigentlich müsste ich meinen Bogen mal wieder etwas mehr geben. Aber das kann ich gerade noch nicht. Was ist mit der leichten Rüstung? Die ja, fehlt auch noch genau. Was habe ich mit Schleichen? Schleichen habe ich ja 36. Das erfordert 40. Aber Schleicher mit Einhandwaffen verursachen den 6-fachen Schaden. Oh, auf jeden Fall. Hallo? 6-facher Schaden. Wie geil wird das denn, wenn ich da einmal 6-fachen Schaden aushaue? So. Vorne die Ratte. Diese Zeiten sind vorbei. Ich sage euch, hier verhält es sich anders. Das haben wir alle schon mal gehört, Breen. Macht euch nichts vor. Es ist Zeit, der Wahrheit ins Gesicht zu sehen, alter Freund. So. Wenn ihr was trinken wollt, solltet ihr auch dafür zahlen können.
Hier gibt es keine Almosen. Aha, hier gibt's viele alte Kerle. Ich weiß nicht, wie ich euch helfen soll. Ganz einfach. Das ist eine rührende Geschichte. Und jetzt geht mir aus den Augen. Hallo, ich wollte... Aha, hier gibt's viele alte Kerle. Ich weiß nicht, wie ich euch helfen soll. Ich wollte das da unten drunter... Das ist eine rührende Geschichte. Und jetzt geht mir aus den Augen. Wieso nimmt er nicht einfach das, was ich dem anbiete? Hier gibt's viele alte Kerle. Ich weiß nicht, wie ich euch helfen soll. nein, wir sind nett. Nun, wenn ihr das so ausdrückt, ich glaube, ich kenne den alten Kerl, den ihr meint. Er versteckt sich in der Wohnkaserne des Rattenweges. Er verlässt diesen Ort so gut wie nie, lässt sich Essen bringen und so weiter. Ein wunderlicher alter Kauz, was man so hört. Damit das hier überhaupt auffällt, muss er wirklich eine Schraube locker haben. Okay. Er versteckt sich in der Wohnkaserne des Rattenwegs. Seid vorsichtig. Ihr seid nicht die einzige Person, die nach ihm sucht. Wieso? Egal. Also, hören Sie an. Ich bin beeindruckt, Bürschchen. Ich war mir nicht sicher, euch jemals wiederzusehen. Ich wurde fast umgebracht, ja. Kein Risiko, keine Belohnung. So läuft das eben. Gewöhnt euch besser daran. Also, wenn ihr mit dem Jammern fertig seid, würdet ihr euch für mich um ein paar Schuldner kümmern? Nein. Bis zum nächsten Mal, Würschchen. Sprecht wieder mit mir, wenn ihr euch Brynjolf unter Beweis gestellt habt. Egal, wir gehen weiter. Da seid ihr ja! Boah, wieso? Die Talmor sind auch schon hier. Das ist ja schon mal sehr, sehr nett. Gut, aber ich würde sagen, hier mache ich mal kurz einen Cut. Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein!